Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Ich glaube sogar zu der letzten Folge. Oder der vorletzten, eins von beidem. Und bevor wir uns ans Tagebuch setzen, oder zum Tagebuch gehen, gucken wir uns hier nochmal alles an. Ich glaube nicht, dass wir HW benutzen müssen, diesmal. Würde ich jetzt einfach mal schätzen, weil wir können uns hier ja selber frei bewegen und HW kann ja auch nirgends hin sonst. Ja. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt, natürlich. Ja, natürlich. Nein. Hallo? Boogeyman? Seltsam. Er kommt immer nur nachts. Immer nur nachts. Auf der Rückseite gab ich vollkommen... Kann ich mit Harvey jetzt da reingehen? Nee. Okay. So viele Erinnerungen da draußen. Das ist bereits meins. Hätte ja sein können. Hallo Vergangenheit. Hast du mich vermisst? Okay. Harvey kann, glaube ich, doch rausgehen, oder? Ja, okay. Das ist interessant. Das ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Leider ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Ui. Apokalypsur bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. What? Hey, Apokalypsur, Zeit für einen Ausritt? Er sagt nein. Okay, gut zu wissen. Hey, Apokalypsur. Er sagt... Alles klar. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Yeah. Die kann ich beim besten Willen nicht mit mir herumschleppen. Sag ah. Aha, 1456 in Subordinal leicht kariös. Ja. Okay. Da kommen Achso. Konnte ich den nicht ansehen hier? Nee. Okay. Tür. In den Rahmen habe ich Runen zum Schutz vor Gnollen eingeritzt. Offensichtlich wirken sie nicht. Sonst wäre Alfred auf der Schwelle zu Asche zerbröselt. An manchen Tagen fühlte ich mich, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Dieser Tag gehörte nicht dazu. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Hey. Zu. Okay. Wir können jetzt noch mit Harvey einmal rausgehen. Ich gehe nochmal raus. Hey, wo willst du denn hin? Ich wollte mir ein wenig die Beine auf dem Sims vertreten. Lass das. Wir wollten nur schnell das Tagebuch finden. Mehr nicht. Ach so. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Oh Gott. Ich weiß genug. Was hast du mir zu erzählen, Hort der Erinnerung? Ich weiß genug. So eine Theorie, Leute. Wie das alles hier so funktionieren wird. Oder was so die wahre Geschichte ist, sag ich mal. Ja. Alfred? Bist du noch... Ja, okay. Und zwar, so, erzähl ich kurz. Ich habe die Theorie, dass ihr Vater wirklich unschuldig ist. Und nicht er den Mord an Alfred begangen hat, sondern dass alles geschehen ist durch einen Unfall der Edna.
den Edna verursacht hat. Also Edna hat in dem Sinne so gesehen Alfred umgebracht. Die Schuld wurde dann auf den Vater geschoben oder der Vater hat die Schuld auf sich genommen, damit Edna nichts passiert. Und Edna kam dann in die Anstalt von Dr. Marcel auf die Bitte von dem Vater von Edna. Und deswegen wurde auch ihr Gedächtnis von Dr. Marcel gelöscht, weil der Vater das so wollte. Irgendwie, das ist so meine Theorie. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, alles, es gab so die ganze Zeit Hinweise darauf und so. Weiß ich nicht. Also nicht unbedingt Hinweise, aber so Anspielungen, dass alles Edna so verursacht hat. So auch der Priester, der hat ja auch gesagt, yo, hier, der Vater war es nicht, die wahre Geschichte ist das und das und bla. Ich weiß nicht, irgendwie, ja. Habe ich so das Gefühl, dass das die wahre Geschichte ist. Rekursion ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Und deswegen fand ich es ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey die eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Spaß dabei. Alles klar. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich diese Räume hier in zwei Variationen gezeichnet habe, weil ich es ja alles offline gemacht habe. Ich glaube, um die Raumgeometrie zu erhalten, habe ich die entsprechenden Stellen, die ich in der zweiten Version anders zeichnen wollte, digital wegradiert, das dann wieder ausgedruckt, die neuen Linien nachgezeichnet und das dann wieder eingescannt. Anders kann es nicht gewesen sein. Und ich glaube, das hier ist die zweite Version, weil sonst wären die Linien nicht so verkürzt. Ja. Es sieht trotzdem gut aus, finde ich. Das ganze Spiel ist halt in einem Stil, der mir mega gefällt. Es ist alt und halt so stumpf, aber es ist halt nice. Es gefällt mir mega. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Hey Edna, du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Oh. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Okay, Moment, kann ich das Fenster nehmen? Nee. Habt ihr wirklich nichts mehr? Nur Alfred. Ja, okay. Hier kam ich an den Seiten auch nicht mehr raus, unten auch nicht lang. Okay, Specht. Nichts, alles klar. Ja, bitte? Alfred? Edna? Ja, bitte? Lass das, okay? Ja, bitte? Komm mit, Harvey. Lass das so... Hey! Wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Ah.
Okay, und jetzt? Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mattis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mattis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mattis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Ja, ihr seid jetzt so weit gekommen im Spiel. Darum seid ihr auch dem Lüften des Geheimnisses um Edna sehr nah auf der Spur. Und jeder, der denkt, dass Ednas Geschichte etwas mit dem Verschwinden dieses Elchkopfes oben links zu tun hat, der irrt. Tatsächlich finde ich, dass hier dieser Switch zu Harvey einer der wirklich stärksten Augenblicke im Spiel ist, weil Harvey halt das erste Mal tatsächlich sich besorgt zeigt um Edna. Wir treffen ihn hier an und er gesteht uns etwas ein, was er Edna gegenüber halt nie sagen würde. Und das lässt uns Harvey noch mal mehr ans Herz wachsen. Ich hoffe, also bei mir hat es geklappt. Schon wahr. Ich kann dir nichts abnehmen. Können Sie anschauen, ja. Mattis Mantel hängt hier noch. Weißt du, wo Mattis steckt? Da komme ich wohl nicht lang. Okay, gehen wir zur Salontür. Oh, wie bewegt sie so witzig in dem Spiel? So hin und her wie so ein Pinguin. Das Gemälde hilft mir gerade gar nicht weiter. Ist das Mattis dort draußen? Dieser Screen kursiert in einer gefälschten Version übrigens durch das Internet. Und zwar haben irgendwelche findigen Forumsgänger einfach dreist behauptet, dass sie den Leopardenmodus gefunden haben, den geheimen Leopardenmodus, den Edna ja bekannterweise hat, auch übrigens diese Special Edition, übrigens noch mit ein paar weiteren Sicherheitsmechanismen. Deswegen gibt es halt auch diesen gefälschten Screenshot von einem Harvey-Leoparden mit einem Leoparden-Interface, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich erzähle euch jetzt mal, wie man tatsächlich in den Leoparden-Modus kommt, weil so nach ein paar Jahren, mit ein paar Jahren Abstand, würde es sich, glaube ich, wirklich lohnen, dass man dass dieses Geheimnis mal, Moment mal, kurz, ich muss ans Handy offenbar. Hallo? Hallo? Oh, ist wichtig. Ich muss mal gerade. Tschüss. Ach komm schon. Okay, den Leoparden-Modus. Guck ich mir mal an. Kein Mattis zu sehen. Irgendwann. Okay. Okay. Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mattis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mattis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute wieder viele Kinder vor den Rechnern sitzen. Was möglicherweise dadurch seine Berechtigung findet, dass dieses Spiel eine USK von 0, zumindest in der originalen Version, bekommen hat. Ich hoffe, ich konnte das mit einigen Entwicklerkommentaren wieder ausgleichen. Ficken! Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Aber tatsächlich war ich selbst ganz und gar nicht damit einverstanden, dass das Spiel halt so eine niedrige Wertung bekommen hat und deswegen ja auch häufig in den Kinderspielregalen gelandet ist. Eine der kommenden Szenen wird euch halt das nochmal in aller Deutlichkeit vor Augen führen. Ja, es gibt möglicherweise noch andere Gründe, warum ich
im Folgespiel, im Nachfolger Harveys neue Augen vielleicht ein wenig expliziter geworden wird, aber nicht viele. Okay. Die ist wie immer zu. Ist die immer zu? Was ist bloß los mit mir? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Das ist eine gute Frage, Harvey. Alles klar? Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mattis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Ich verstehe das nicht. Eben gerade war Mattis doch noch hier. Edna ist die Größte. Oh. Keine Zeit. Ich muss Mattis finden. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Okay. Keine Zeit. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. What? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es... Geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Alter Vater. Ich kann die Küche sehen. Die Hintertür ist wie immer verschlossen. Wie sind wir hergekommen? Da versteckt sich Mattis auch nicht. Schade. Ob wir die Nachbarn rufen sollten? Nee. Ja, nee. Eww. Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich seh mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Ich wusste es. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Er redet so beruhigend. Zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Ah!
Na warte! Ah! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so! Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn! Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Nein, ich wusste, ey. Was? Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor, aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität, all dein Spaß. Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand. Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei. Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß. Oh nein, was soll ich denn bloß tun? Oh Gott, kann ich speichern? Puh, ich kann speichern. Alles klar. Ich will nämlich beide Endings nehmen. Ich will beide Endings einmal hören oder sehen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Hör auf Dr. Marcel Ending an. Ich habe auch einen Blackscreen. Edna ging zurück in die Anstalt und bekam eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfredine. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Akten sortieren. Okay. Dr. Marcel gab seine Karriere auf, kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alten Tage noch olympisch Gold im Profiangeln. Oti ging nicht zurück in die Anstalt, er begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Alter. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Lichtwesen. Die Art sind cool. Also die Bilder von den Leuten, so. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. What? Ach,
Der Spieler sollte nie herausfinden, was den Aluman getroffen hat, oder wie? What? Oder mich selber? Warte, was? Ich bin verwirrt! Ah! Ende. Gibt's noch irgendwelche Credits jetzt, oder? Natürlich gibt's noch Credits wahrscheinlich, aber ich würde gerne das Spiel neu laden, sofort. Ah, das kommt gleich auch nochmal bestimmt. Das kommt gleich bestimmt auch nochmal. Schließ mal eben Edna. Wo ist das Spiel? Ist das Java? Es war Java-X, okay. Und dann machen wir jetzt das Ending, worauf ich jetzt gerade gespannt bin, ey. Weil ich weiß ja, dass in Harveys neue Augen Dr. Marcel im Rollstuhl sitzt. Das heißt, das ist wahrscheinlich das Ending, was ja herbeigeführt werden sollte. Oder was halt das wahre Ending sein soll wahrscheinlich. Und Leute, meine Annahme hat sich, wie es aussieht, bestätigt, ne? Edna ist die Schuldige. Eieiei. Auf Harvey hören. Alter Vater. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Sie hat Harvey weggeworfen. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Er ist doch tot. Oder? Doch. Wurde einfach in der Kirche nicht gefunden? Alles klar. Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem 2. Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Eieiei. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Oh, das alles wegen uns. Nein, eigentlich nicht. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Ich check's nicht. Na, ich... Was? Was hat uns denn getroffen? Ja, also ich meine, in welchem Zusammenhang jetzt? Wo getroffen? Wie getroffen? Hä? Was? Okay. Alles klar, das ist ein langer Part, Leute. Das ist ein langer Part. Jetzt können wir noch die Credits hören. Edna bricht aus. Oh yeah. Din, 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 din. Edna bricht aus. Yeah. Ein bisschen leise, ne? Aliane Diehl als Edna, Alexander Grimm. Alexander Skala als Blase, okay. Sönke. Hoti. Peter, ich wusste doch. Die Stimme von Maddis, also von Mattis, kam mir so bekannt vor. Ich wusste nicht mehr von wem. Wer hat ihn gesprochen? Aber ja, Peter wurde doch noch von ihm gesprochen, ne? Oscar? Bobo the Brain? Achso, ja, stimmt. Bobo the Brain gab's ja. Stimme des Leoparden im Leopardenmodus. Den muss ich irgendwie freischalten. Gerne. So.
Oh, laut! Dim, 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 dim. Oh yeah. Ja, wir lassen die Credits jetzt noch durchlaufen, Leute. Das Spiel war göttlich. Also, es ist einfach nur geil. Also, ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Zeitdruck halt am Ende wahrscheinlich von dem Spiel kam noch, oder zu dem Spiel noch kam, haben sie auch nicht mehr so viele verschiedene Interaktionen mit jedem Gegenstand geschrieben. Aber am Anfang war das ja heftig, as fuck, wie viele verschiedene Interaktionen einfach jeder Gegenstand bei jedem Objekt hervorgerufen hat. Das ist halt einfach geil. Ich fand schade, dass wir ganz am Ende dann nicht mehr das Buch hatten, also das Comic von Unbrauchbar Man. Unbrauchbar Mann, ja. Weil da hätten wir bestimmt noch ein bisschen was damit kombinieren können. Mit der Gitarre oder so, das wäre geil geworden. Mit dem Verstärker oder der Orgel oder so. Das wäre voll cool gewesen, glaube ich. Aber gut. Alles klar, wir haben einige Erfolge nicht geholt. Erfolg gesperrt, ja. Tauschgeschäft, ich weiß nicht mit wem. Glanzpoliert weiß ich auch nicht. Hier das mit dem Wasserplatz. Zur Beschreibung, wohin stellen die Zwerge Wasserbecher? Ich glaube... Unter jeden Baum oder so bestimmt. Oder überall, wo wir es halt hinstellen konnten, denke ich mal. Großer Dreckspatz. Das war wahrscheinlich mit der Essensschlacht. Kleiner Schmierfink. Wir konnten wahrscheinlich noch mehr mit Ketchup und Senf und so machen, ne? Ja. Was? Ban Ki-moon. Der Ersatzreifen, seine Brombeeren und ihre Schraubenschlüssel. Was? Okay. Und Déjà-vu, das heißt wahrscheinlich, dass wir das Spiel nochmal neu starten. Gut, Leute. Also mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr gefallen. Es ist einfach göttlich, dieses Spiel. Heilige Kacke. Ich weiß, der Part ist jetzt ein bisschen überlang, sag ich mal. Aber, ja, den letzten zwei Teile noch zu splitten, wäre halt doof. Ich weiß nicht. Es ist ein schöner finaler Part, in der Erinnerung angefangen und in der Gegenwart wieder aufgehört. Das war, ist schon gut so, wie wir es, glaube ich, gemacht haben. Oder so, wie es jetzt ist. Und ich hoffe, euch hat das Spiel genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es war halt einfach witzig as fuck. Es war so viel Liebe in diesem Spiel. Und ich glaube, ich würde es auch immer wieder gerne nochmal ein weiteres Mal spielen. Ich glaube ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns bei Harveys neue Augen wieder. Oder bei Life is Strange Before the Storm, je nachdem, was ihr zuerst guckt. Und zu Harveys neue Augen ist noch zu sagen, es wird ein Live-Let's Play. Ich weiß noch nicht, ob ich damit schon begonnen habe, wenn ihr den Part seht, oder erst an diesem Tag beginnen werde. Ist der Sonntag heute dann? Ich weiß nicht, ob ich dann heute beginnen werde oder schon begonnen habe, das aufzunehmen oder im Livestream zu spielen. Muss ich mal gucken. Aber ansonsten, ja, wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut da rein.